Thank you.
Ein bisschen verzögert, aber...
Ole, wie heißt der Name? Bestor? Bestor, ja. Er war einfach noch gefrustet, dass man nicht den Einwurf damit gefüllt hat. Ja. Hallo, Olaf, ziehst du gerade mal Musik runter? Ihr seid ja hier und heute im Hasenbau, aber es hören nicht ganz so viele Weine wie sonst. Und er hat seinen Handy dabei, der kann mal kurz nach Hause an Freunde, Freundinnen eine Nachricht schicken. Ab 19.30 Uhr ist dieses Spiel auch auf YouTube zu sehen. An der Kamera für uns, für euch, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne Bestor und im Fernsehen läuft heute sowieso nichts Gescheites. Olympia den GG muss man nicht angucken. Bei uns, da sitzen die Trikots, wir haben keine Probleme mit den Anzügen. Also kurze Nachricht nach Hause.
ist auch da. Ja, wieso? Aber wir wollten mal noch mit. Keine Ahnung.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde, liebe Sportfreundinnen, herzlich willkommen zum heutigen Kreisderby in der Oberliga zwischen der TSG Hasewinkel und dem TV Iserlohn. Vor dem Spielbeginn, wie gewohnt, die Mannschaftsaufstellung, zunächst unser Gast aus Iserlohn. Im Tor mit der Nummer 12 Patrick Gerloff und mit der Nummer 16 Henrik Grebe. Herzlich willkommen und auf dem Feld Schiedsrichter Michael Jankowski, Trainer, Spieler des Vertrauens. Mit der Nummer 2 Nico Possen, die 4 Frederik Rappmeier, die 7 Niklas Reckmann, die 8 Moritz Lünschroth, die 9 Simon Meyer, die 10 Julian Höcker, die 13 Gianluca Bronsmann, die 17 Boris Eber, die 19 Thomas Niehage, die 21 Jonas Wienecke und mit der Nummer 23 Leonhard Tölke. Und wie heimische TSG kommt mit folgender Aufstellung. Mit der Nummer 1 Mike Schröder. Mit der Nummer 3 Felix Hendrik. Mit der Nummer 4 Simon Schmitz. Mit der Nummer 7 Braun. Mit der Nummer 7 Uwe Schaumann. Mit der Nummer 10 Jonas Pfeiffer. Mit der Nummer 21 Nico Schmecker. Die 22 Ole Pöppelmeier, die 23 Mike Sinclair, die 24 Kevin Brown, die 25 unser Kapitän Sven Bröskamp und mit der Nummer 30 unser Geburtstagskind Florian Bröskamp, die 34 Tom Kalter, die 37 Pascal Peltmann, die 77 Luca Sini. Trainer Manuel Nürnberg, Co-Trainer Christoph Dammann, Betreuer Michael Brockhoff und Physio Simon Klima. Geleitet wird das heutige Spiel von dem Schiedsrichtergespann Moritz Hartmann aus Dortmund, der VTV Freier Rundpfeif und Nils Henkes aus Gütersloh für die SG Kirsche Meinerzheim an der Pfeife. Wir wünschen dem Spiel einen spannenden und fairen Verlauf, Tempo, Tricks und tolle Tore. Und die 2 Punkte sollen nach Möglichkeit und Sicherheit hier in Hasenbau bleiben. Ja gut, wir zahlen erstmal dafür, dass wir... Ja, und Sie sehen da drüben neben der Becke, jetzt über Luca Seeweg, der Hinweis auf die Stickeralben-Aktion der TSG. Es können auch hier und heute an der Kasse Alben zum Preis 4 Euro erworben werden. Und bei jedem Heimspiel gibt es eine Tauschbörse. Ja, genau. Und dann auch noch
Tempo! Thank you.
Zu zwei.
Simon Meyer, das Ergebnis im neuen Spielstand 7:3. Yeah.
nochmal auf der Wandlung zu diesem Jubiläum, dass ich den neuen Spielstand von 9 zu 7. Mensch! Ein alter Volkwahl zum vierten Mal, Jan über Bronzmann 10 zu 8. Victor Westbarns mit der Nummer 3, Philippe Henry. Thank you.
Thank you.
Das neue Haus, und dann direkt mal werden.
Ich
Ja. Komm mal. Das war der Lohmann. Nee, wer war zu? Warum? 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 Warum?
Dann gehe ich gleich kurz einmal weg. Ja. Das ist
Kevin, lass die Finger weg. Thank you.
Geh allein. Sicher sein.
Schalke. Aus Elfenbeinküste 26:16. Thank you.
Thank you.
Skoltan. Sein Treffer ergibt den neuen Spielstand von 32 zu 18. Thank you.
36-20. Länge, der will aber nicht so richtig. Ne? Mit der Sonnenlänge, der halt linke, ne, der will er auch nicht so richtig. Ja, und auf den letzten 60 Sekunden
einen Spielstand von 39 zu 23. Unsere TSG hat das Kreisderby gewonnen. Der Hasenbau hat Volldach so macht Handball Spaß. Starke Torwart, starke Mannschaft und der 24. Treffer 39 zu 24. Und erneut die 7 Meter.
Kopf nicht auf.